Willkommen zurück bei. Was sage ich eigentlich? Das ist nicht mal Lost Levels, das ist einfach nur noch Abfuck, wo wir mittlerweile sind. Schaffen wir auch jetzt pro Part gerade mal eine Welt oder ein Level. Mal schauen, wie es diesmal aussieht. Das Level sieht ja sogar ganz schnucklig aus. Das ist ein liebes Level. Aber man sollte sich in Lost Levels, glaube ich, nicht so freuen. Was schlitterst denn du schon wieder so ekelhaft? Holy fuck. Was ich mit der auch betont haben, ist halt nett aus im Vergleich zu dem, was wir im letzten Part hatten, da dieses Castle, Alter. Ohne Schmarrn, die Castles fuckt mich richtig hart ab in Lost Levels. Die sind schon advanced dämlich. Und diese Brennerpflanzen genauso. Ist da jemand? Ich gehe nicht raus. Oh, warte doch. Warte, das ist das allererste Level. Oder? Doch, ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Das A1 hat mich schon an die erste Welt als an 1-1 erinnert. Aber das hier ist, kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Alter, wie schnell die Koopas wieder aufstehen. Sick, Alter. Sick. Oh Gott. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch das Skill bei mir im Moment raus. Weil ich komme gerade nicht mehr. Ich komme gerade nicht mehr rein, wirklich. Vielleicht bist du auch zu eilig, vielleicht geht das Ganze zu hektisch schon. Gib mir den scheiß Blitz, Alter. Eine Ranke. Nee. Kein Bock. Ich hab keinen Bock auf Boni. Ich weiß, das werde ich noch bereuen, aber. Ja, gut, wenn du es so machst, dann nehme ich das mal dankend an. Warum zum Fick musstet ihr denn da unbedingt Käfer oben platzieren? Alter, stirb jetzt ja nicht. Stirb ja nicht, haben wir uns verstanden. B1 ist wenigstens wesentlich humaner als A1. Also die A-Welt, die war ja ein Abfuck und das Gleiche. Okay, A2 und A3 schön und gut. Die liegen aber, das ist so ein. Obwohl unter Wasser Kacke meistens ja geht. Die kannst du nicht wirklich so extrem schwierig gestalten. Ich sollte den Mund nicht so voll nehmen. Ja, aber unter Wasser Kacke finde ich, kannst du echt nicht wirklich schwer gestalten. Merkt man ja an Welt 9. Unter Wasser Kacke ist eigentlich meistens ganz gechillt. Nervig, aber gechillt. Komm, geh hoch, danke. Klar, es geht sehr voran und alles, aber dafür immerhin sicher. So viel zum Thema sicher. Weil wenn du natürlich einen Feuerseil unter Wasser platzierst, heilige Scheiße, hatte ich ein Glück, dass die Render Distance in dem Spiel so arschkurz ist. Siehst du, das habe ich sogar first tried. Es kommt jetzt hier noch so eine Scheiße, so ein Bowser die Treppe runtergesprungen. Dann ziehe ich natürlich den kürzeren, aber nein. Holy fuck. B3. Das sieht hingegen wieder sehr sympathisch aus. Ich alles auf den Pilz. Ja, nice, danke. Da drüben kann ich doch stehen. Ich dachte eigentlich auch, ich schaffe den Sprung, aber nee, tue ich nicht. Ach, immer diese athletischen Level. Sie sind so ein Krampf, sondersgleichen. Thank you.
Ein Glück habe ich mit den Federn kein Problem mehr. Weil wenn du mit denen nicht klarkommst, ich glaube, dann ziehst du in Lost Levels allgemein den Kürzeren. Oh mein Gott, nein, nicht schon wieder einer von diesen Sprüngen. Dieses Level ist schon krank genug, aber dann kommt wieder der typische gute Alte. Trifft den Cooper random Sprung. Oh. Pro kam da dann. Oh Gott, und dann kommt wieder Schlittering. Oh Gott, ich krieg schon wieder einen Krampf. Das Castle habe ich ja auch noch nicht gesehen. Ich weiß nur noch eins. Auf das von Welt C, das kann ich mich freuen. Weil da haben sie wieder richtig auf den Putz geschlagen und Alter, dann springt das so ewig weit. Ein bisschen mehr Anlauf hätte dir auch gut getan, das weißt du, Fettwamps. Wer war's? Richtig, Mr. Sprungknopf hat mal wieder mich ignoriert und streikt mal wieder. Ich meine, an und für sich das Lel an sich, muss ich sagen, finde ich sogar ziemlich human. Ich weiß, mag jetzt bescheuert klingen, aber erstens, du kriegst einen Pilz. Und wenn dich die Physik ganz so behindert wären, dann wäre es sogar wirklich sehr gut möglich. Wie gesagt, ich mecke immer rum. Dabei sind die Physics hier auf dem SNES ja noch göttlich, wunderschön, richtig optimiert. Während hingegen auf dem NES die ja wirklich noch... Da waren sie ja wirklich ein Krampf. Auf dem NES, wenn du spielst, da wirst du abgehärtet. Da wirst du für den Krieg bereit gemacht. Und Alter, wie oft will ich jetzt noch über diese scheiß Plattform hinwegspringen? Das ist wieder dieser typische Einblocksprung. Das ist dieser typische. Finde den Frame, wo er genug Anlauf hat und der Sprungknopf noch funktioniert. Sprung. Wow, shit. Jetzt springt er ja so richtig weit, Alter. Fuck. Jetzt bin ich hier unten, da wollte ich eigentlich gar nicht erst hin. Ja, nee. Und jetzt? Soll ich da hoch oder was? Nee, da drüben kann ich weiter. Ach du Scheiße. Vorsicht, jetzt kommt der scheiß Koopa-Sprung. Ohne Schmarrn. Bis auf den Koopa da, der sau unnötig war und wo man den Pilz jetzt wahrscheinlich auch braucht. War das mit Level noch ziemlich gut möglich. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, bei welcher Aufnahmezeit wir uns befinden. Und dass ich da jetzt gelandet bin, war reines Glück. Und natürlich sterbe ich wieder mal direkt. Dieses Spiel baue ich mal in Dings nach in SMBX, damit ich euch mal zeige, wie gut Lost Levels echt schaffbar ist, wenn du einfach mal vernünftigen Engine hast. Beziehungsweise vernünftige Physics. Okay, das geht ja noch alles. So, hier kommst du ziemlich gut drüber. Gut, da jetzt nicht ohne weiteres. Das ist schon wieder so ein scheiß Rätselkack. Oh
anscheinend. Ach nee. What the fuck? Oh nö. Ernsthaft? Eine Rücksetzerröhre, alles klar. Probieren wir es mal unten lang. Und dann nach oben. Ist falsch. Runter. Nochmal runter. Ist auch falsch. Hoch. Und nochmal. Warte, das ist gar kein Rätsel. Der Typ verarscht mich nur. Und schon wieder, was ist es? Eine Flamme, richtig. Ich weiß, mich fuckt irgendwie alles ab. Aber zum Beispiel da. Es war wieder so eine typische Stelle, wo, wenn diese Flamme nicht gewesen wäre, hätte ich den Sprung locker geschafft. Aber es ist natürlich die Flamme da. Deshalb schaffe ich den Scheißsprung natürlich nicht. Nein, du bist doch einfach nur ein Arschloch, ein Sondergleichen, Alter. Ich wusste noch, er würde da eine hinfeuern. Weil ich ihn einfach kenne, er ist so ein Wichser. Wir wissen ganz genau, wo du bist. Und da stehen so eine Flamme hin. Du noch so, als wäre es ein reiner Zufall. Aber ich sage euch, das ist gescriptet, Alter. Wo die Flammen hinkommen, das ist sowas von gescriptet, Alter. Wir wissen ganz genau, du triggerst die und dann kommt sie. Eiskalt. Nein, eigentlich total heiß, aber... Oh mein fucking Gott. Es fickt dein Brain so hart. Aber okay, gut, da hätte ich jetzt sowieso nicht überlebt, weil... Ach, die scheiß Feuerseil-Dingsbums-Kacke, die da in dem Moment kam. Aber an und für sich ist das Castle eigentlich nicht schwer. Also, definitiv ist es einfacher als das Castle A, weil das Castle A, das war einfach nur noch Bullshit, ohne Schmarrn, Alter. Ich meine, da ist jetzt diese eine Sprungkacke, aber ich glaube, jetzt beim dritten Anlauf funktioniert es auch mal irgendwann. Ne? Da dieses, was dir so als Rätsel verkauft wird, ist eigentlich jetzt witzig und alles. Ich habe auch eigentlich jetzt Spring gedrückt, weil ich ihm wieder mal nicht getraut habe. Ich schwöre euch einfach, wäre ich darüber gesprungen, da kam ja jetzt gerade keine, wäre eine gekommen, wenn ich gesprungen wäre. Es langweilt einfach nur, sage ich euch. Also bis zur sechsten Welt ist das Spiel, so blöd wie es klingt, sage ich immer wieder, ganz lustig. Selbst die sechste Welt, eigentlich auch noch die siebte, die sind zwar etwas wirklich sehr schwierig und grenzwertig, aber es geht. Aber so ab Welt 8. So spätestens ab 8.3. Nee, schon mit 8.1. Hört doch Spaß einfach auf. Es ist unlustig, es frustriert, es macht einfach keinen Spaß mehr, sage ich euch. Oh Mann, ey. Und diese Zusatzwelten, die fucken mich auch richtig hart ab. Ja, dieses B3 grad, das war wieder ganz lustig und alles. Auch wenn die beiden Sprünge da am Ende echt wieder etwas gut gestört waren. Aber die A-Welt bis auf A3, weil das ziemlich einfach war, eigentlich im Verhältnis gesehen, hat mich komplett abgefangen. Okay, gut, nein, der Untergrund ging eigentlich auch noch, aber... Das A1 war richtiger Scheiß mit den Hammerbrüdern, A4 war scheiße. Und hier ist es eigentlich gerade dasselbe, weil auch dieses Level ist so, es ist nicht schwer, es ist nichts daran schwer, aber dann bauen sie wieder eine Stelle ein, die einfach nur frustet. Und die bauen sie natürlich wo ein? Richtig, gegen Ende. Deshalb, wenn man das hier auf dem Emulator mit Save States durchspielt oder auch auf der Wii, kannst du ja Speicherpunkte, glaube ich, setzen. Ich kann es verstehen, wenn spätestens nach Welt 8 hier in den Zusatzwelten, das frustet einfach nur.
Ich muss auch ehrlich gestehen, es macht mir keinen Spaß mehr im Moment. Ich mache es eigentlich gerade nur noch der Vollständigkeit halber, aber... Definitiv nicht, weil es mir Spaß macht. So heilfroh, dass danach nur noch zwei Welten kommen. Ich habe zwar vor jeder von den beiden Schiss, vor allem vor der D-Welt, weil ich glaube, die haut richtig auf den Putz. Aber ist schon die C-Welt, glaube ich, wird mich wieder so hart abfacken im nächsten Part. Dann schaff halt nicht den Sprung, ist mir doch scheißegal, solange es jetzt nicht wieder so dämlich verreckst. Und Schmarrn, ich freue mich tierisch auf die Klassiker, die danach kommen. Besonders auf den Dreier, auch auf World. Gut, den Zweier mag ich jetzt nicht so sonderlich, also das, was jetzt hier nach uns erwartet. Oh, ein Glück, er hat einmal keine Flamme gefeuert, das war ein Fehler, Bose, weil dadurch wirst du jetzt sterben. Tschüss. Oh. Ich freue mich vor allem auf Yoshi's Island. Yoshi's Island ist schwer. Aber es ist einfach nur schwer. Es frustet nicht und das ist genial, Yoshi's Island. Auch wenn ich Yoshi's Island nie wirklich als schwer angesehen habe, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.